Ja, es ist noch mal Zeit für ein neues Video. Ich muss euch eine E-Mail vorlesen. Diese E-Mail steht nur exemplarisch für eine Fülle von E-Mails, die uns immer wieder erreichen. Aber diese hat mich jetzt einfach veranlasst, das mal mit euch zu teilen. Ich lese sie euch vor. Natürlich anonymisiert. Ich bin XX und lebe seit einigen Jahren vegan. Meine Wohnsituation ist derzeit äußerst belastend und ich habe eine bewegte Vergangenheit. Darum würde ich gerne ab August verschiedene Lebenshöfe oder den Verein selbst besuchen, um wieder zu Kräften zu kommen und um zu schauen, ob ich auf eine Weile bleiben kann. Ich wünsche mir, dass regelmäßig vegan gekocht wird und dass die Speisen gemeinsam verköstigt. Eine Mithilfe auf dem Lebenshof ist bei längerem Aufenthalt aufgrund gesundheitlicher Probleme voraussichtlich nur bei leichteren Tätigkeiten machbar. Bei einem Mietvertrag gäbe es zudem regelmäßige Mieteinnahmen, was je nach Situation des Lebenshofes auch den Tieren zugutekommen könnte. Diese E-Mail wurde ohne Anrede und ohne Gruß versandt. Ich nehme mal an, an ganz viele Lebenshöfe. Und wer unserem Kanal schon länger folgt, der weiß, dass ich zu Besuchen auf Lebenshöfen schon mal ein Video gemacht habe. Wir haben mal eine Stellenanzeige aufgegeben für eine ehrenamtliche Tätigkeit und haben das ähnlich wie übrigens der Hof Butenland, an dessen Anzeige ich mich ein bisschen orientiert habe, haben wir das sehr klar geschrieben. Ein Lebenshof ist kein Ort der Erholung für Menschen. Es ist kein Ort, an dem die Menschen in die Kraft kommen sollen. Die dürfen das natürlich gerne. Wem die Arbeit in die Kraft verhilft, wunderbar. Dagegen ist nichts zu sagen. Aber diese E-Mail, die steht wirklich stellvertretend für viele andere, die uns immer wieder erreichen, wo Menschen sagen, ich suche einen Ort, an dem ich in die Kraft kommen kann. Und wir haben das in den ersten Jahren oder in den ersten Monaten auf jeden Fall auch so gehandhabt. Und wir hatten großes Glück mit den Menschen, die in der Zeit zu uns gefunden haben, die uns auch wirklich tatkräftig unterstützt haben. Aber wir haben dann auch nach und nach andere Menschen kennengelernt. Und ich verurteile überhaupt nicht, dass Menschen Orte suchen, an denen sie in die Kraft kommen können. Aber so ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl bei der Auswahl dieser Orte fände ich gut. Weil im Grunde genommen sagt dieser Mensch, ich möchte mich gerne bei euch erholen, möchte in die Kraft kommen, bin auch bereit, eine Miete zu zahlen. Mal ganz abgesehen davon, dass es doch wohl selbstverständlich ist, wenn ich irgendwo wohne, dass ich da eine Miete zahle. Das dann zu verknüpfen mit, das könnt ihr ja dann den Tieren zukommen lassen, zumindest zum Teil, besagt ja nichts anderes. Ich mache das, was ich sowieso machen würde, nämlich eine Miete zahlen und sage euch noch, aber gebt es dann bitte den Tieren. Mal abgesehen davon, dass ohnehin alles, was wir hier arbeiten, in den Hof fließt und natürlich unseren Tieren zugute kommt. Also Andi und ich, wir machen keinen Urlaub. Wir sind 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag für unsere Tiere da und das von Herzen gerne. Und wir fahren keine dicken Autos. Das sind pragmatische Fahrzeuge, die das eine braucht der Andi für die Arbeit und das andere brauche ich für die Tiere. Also ich kann die Menschen verstehen, dass sie solche Orte suchen, aber eben zu schauen, wen frage ich danach? Im Grunde genommen könnte man dann jeden Menschen ansprechen und sagen, du hast einen schönen großen Hof oder ein schönes großes Haus und ich suche einen Ort, an dem ich zur Kraft kommen kann. Und du, Claudia oder Birgit oder Petra oder Karl oder wie auch immer du heißt, ich würde gerne bei dir einziehen, hätte gerne, dass wir vegan kochen und auch zusammen essen. Das wäre so meine Vorstellung. Und ich zahle ja dann auch Miete, wobei das mit dem Mietvertrag käme dann ja erst später, wenn der betreffende Mensch sich entschieden hätte, dass er dann auf dem Hof gerne bleiben würde. Vorher, da hat er ja keine Aussage zugemacht, ob er sich das dann auch so vorstellt. Und ob er dann voraussichtlich
könnte er vielleicht leichtere Tätigkeiten verrichten. Das heißt also, ich würde dir vielleicht so ab und zu mal helfen können, aber mir geht es gesundheitlich nicht so gut. Ich könnte also, ja, ich könnte da jetzt nicht so viel machen. Kann mir jemand einen Grund nennen, warum das jemand, der den ganzen Tag auf den Beinen ist und arbeitet, machen sollte? Jetzt könnte man sagen, ja, weil es doch nett ist. Ja, und dann frage ich immer, wie viele Menschen müssen denn ein solches Anliegen an mich richten, bis ich zu Recht sagen kann, nee du, nee, wir sind hier kein Hotel und keine Pension, dafür gibt es diese Orte, da kann man dann zur Ruhe kommen und sich erholen. Es gibt auch Gemeinschaften, da sind dann keine Tiere, da sind nur Menschen, da sind dann auch, wird sich für jeden eine leichte Arbeit finden, da gibt es so tolle Gemeinschaften. Aber ganz ohne Arbeiten kommt man auch da nicht durch. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass die Menschen immer mehr dazu erzogen wurden. Ich weiß nicht, wie es dazu kommt, aber das höre ich so oft. Ich bin körperlich leider nicht in der Lage, wirklich zu helfen. Aber ich muss in die Kraft kommen. Was denken die Menschen, woher Lebenshöfler ihre Kraft nehmen? Und warum denken sie, dass sie obendrauf noch on top sich auch noch um weitere Menschen kümmern könnten, die sie nicht kennen, die sie vorher nicht kannten und die im Prinzip auch daherkommen und sagen, ich werde nichts machen, okay, ich werde ein bisschen was zahlen und ich hätte auch gern, dass du es für die Tiere nimmst und ich möchte, dass wir zusammen essen. Und warum soll man das machen? Also wie kommt man auf die Idee? Ich verstehe es nicht. Und da wir das immer wieder erleben, sage ich das auch einfach mal so. Und ich weiß, wir leben in einer Welt der Gutmenschen. Und welcher Mensch möchte nicht gut sein? Welcher Mensch möchte nicht helfen? Aber fragt euch mal wirklich ernsthaft, ob ihr dazu bereit wärt, wildfremde Menschen aufzunehmen, denen den Raum zu geben und euch auch danach zu richten, die möchten mit euch zusammen essen. Da gibt es dann wahrscheinlich auch Vorstellungen darüber, wann gegessen wird. Und wir mögen das gerne. Wir sind gerne in Gemeinschaft und wir mögen auch das gemeinsame Kochen und gemeinsame Essen. Aber wenn mich ein Mensch überhaupt nicht kennt und so kontaktiert, da bin ich echt fassungslos. Also, und ich möchte das mal teilen, weil ich auch schon gehört habe, dass Menschen sagen, ja gut, aber so ein Lebenshof, ein bisschen Tiere füttern und streicheln, ja, mal ausmisten. Aber das ist doch dann alles, ne? Nein, das ist nicht alles. Auch das hier kostet Zeit. Weshalb ich ja dazu übergegangen bin, auch gewisse Videos zu verfassen, nämlich einmal zum Thema Tiervermittlung. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, das verlinke ich euch in der Infobox. Weil retten tun die Menschen gerne, nur die Verantwortung übernehmen und die Kosten tragen. Dann wird es schwierig. Patenschaften werden dann auch gerne gekündigt. Wobei ich ohnehin der Meinung bin, Patenschaften sind was Freiwilliges und ich würde keinen Lebenshof nur auf Basis von Patenschaften und Spenden aufbauen. Dann gibt es noch ein Video, was ich mal verfasst habe zum Thema Besuche auf einem Lebenshof. Das verlinke ich euch auch in der Infobox. Dieses Video hat tatsächlich dazu geführt, dass jemand, der uns ganz neu als Pate unterstützt hat, den Patenvertrag sofort wieder gekündigt hat, weil sie sich von diesem Video und der Aussage darin ganz krass getriggert gefühlt hat. Nicht missverstehen, ich finde das total okay. Deshalb agieren wir hier auch und ich eben vorneweg mit einer sehr großen Klarheit, weil die Erfahrungen der letzten 3 Jahre gezeigt haben, dass Klarheit das Allerbeste ist. Das schützt vor Enttäuschungen auf allen Seiten. Ja, und dieses Video teile ich auch noch mit euch. Und das sind Themen, mit denen wir uns hier auseinandersetzen. Und das kostet viel Zeit. Und deshalb habe ich diese Videos erstellt. Dann kann ich die einfach bei entsprechenden Anfragen auch an die Menschen schicken. Dann habe ich noch etwas thematisiert, nämlich die Ausrichtung unseres Lebenshofes. Wir hatten sehr viele Veranstaltungen mit Veganern, wir hatten einen Vegan-Café, wir haben Besuchertage durchgeführt, Patentage, allerhand.
und haben irgendwann festgestellt, wir werden zu einer Event-Location für Veganern. Und das ist was Schönes, aber die gibt es schon. Unter anderem gab es das Café Loyal, das leider morgen seine Tore schließt. Weil die Menschen von so etwas immer sehr begeistert sind, aber es eben nicht so unterstützen, wie es nötig wäre, damit solche Cafés überleben können. So ähnlich ist das auch mit dem Tante-Emma-Leben. Und im Grunde genommen ist mir bewusst geworden, dass wir mit unserem Vegan-Café zum Beispiel solchen Locations auch Konkurrenz machen. Natürlich nicht aus böser Absicht, und ich habe für Café Loyal auch Werbung gemacht. Es ist eine tolle Familie und ein super Café, tolle Produkte. Ja, und jetzt schließen sie leider. Und deshalb, unsere Ausrichtung ist auf Menschen, die noch nicht vegan leben. Wir möchten ihnen einfach zeigen, so sehen die Tiere aus und so ist ihr Charakter. Also sie sichtbar machen, das ist das, die beste Formulierung, glaube ich. Sie sichtbar machen, und deshalb leben hier auch nicht so viele Tiere. Also wir haben ohnehin nicht den Platz für noch mehr Tiere, aber wir hätten auch nicht mehr Tiere. Wir könnten ja mehr Hühner haben, aber die verlieren ihr Gesicht und sind da nicht mehr sichtbar. Und wir möchten das den Menschen gerne zeigen, und zwar ohne erhobenen Zeigefinger, ohne zu sagen, wenn du das nicht machst, dann bist du schuld an dem Leid, weil wir hatten alle unseren Weg, wir sind alle nicht vegan geboren, und man muss den Menschen die Zeit geben, auch wenn jetzt natürlich Veganer aufschreien und sagen, ja, die Tiere haben auch keine Zeit. Nein, aber ich kann die Menschen nicht zwingen. Wir können die Menschen zu nichts zwingen, wenn wir möchten, dass es nachhaltig wirkt, sondern da hilft nur zeigen, vorleben und damit den Menschen die Möglichkeit geben, in die Selbsterkenntnis zu gehen. Und ich glaube daran, weil ich es schon erlebt habe, aber ich glaube auch daran, dass das der einzige Weg ist. Ja. Und jetzt habe ich einen weiten Bogen geschlagen. Komm noch mal zurück zu dieser E-Mail. Dazu fehlt Lebenshöflern die Energie. Es ist nicht unsere Aufgabe. Natürlich, man kann immer noch was da oben drauf packen, aber das ist nicht das Ziel, warum wir hier angetreten sind. Und wenn man sich zu viele Aufgaben aufhalst, dann verzettelt man sich und dann wird gar nichts draus. Und unser Fokus liegt auf unseren Tieren, ohne Wenn und Aber. Die kommen an allererster Stelle, und die Menschen, die hier auf dem Hof leben und die uns regelmäßig unterstützen, an erster Stelle die Gabi und natürlich der Andi, der das Ganze hier auch finanziell stemmt. Das muss ich mal in aller Deutlichkeit so sagen. Also ich könnte es nicht machen, wenn ich seine Unterstützung nicht hätte. Und wir freuen uns über jeden Paten und jeden Spender, die uns ein bisschen Last von der Schulter nehmen. Aber wir haben gewusst, wäre übertrieben, aber wir haben geahnt, was da auf uns zukommt mit der Arbeit auf einem Lebenshof. Wir arbeiten beide sehr gerne und von daher sind wir genauso glücklich und zufrieden, wie wir hier leben. Und wer das unterstützen möchte, von Herzen gerne. Ihr könnt uns unterstützen mit Spenden, Patenschaften oder wenn ihr uns eine Nachricht schickt, dann sagen wir auch gerne, wenn ihr lieber Waren spendet, wo wir unsere Produkte beziehen, weil wir möglichst auf Bio setzen, auch für unsere Tiere. Zum Beispiel bestellen wir bei eierschachteln.de. Das ist aber nicht ein rein veganer Laden, also da muss man halt dran drauf gucken, was man bestellt. Ich habe bei einigen Geschäften, kann ich auch zu günstigeren Konditionen beziehen. Das machen viele, um Vereine zu unterstützen, was ich mega toll finde. Zum Beispiel das Scheunenlädchen jetzt ganz neu, die unterstützen uns auf diesem Weg. Und da gibt es noch verschiedene andere. Ja, also es gibt mannigfache Möglichkeiten. Und wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder möchtet, aber einen anderen Weg wählen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr unsere Videos verbreitet und einfach die Menschen auf uns aufmerksam macht. Und wer sich für vegane Rezepte interessiert, ich habe eine Webseite enjoyplants.de, die existiert schon länger als der Lebenshof, und darauf veröffentliche ich Rezepte,
die ich mir selber ausgedacht habe und zum Teil auch Rezepte, die ich von anderen habe, dann weise ich aber darauf hin. Und am Anfang waren die noch was komplizierter, weil das einfach toll ist, so aufwendige Sachen zu machen, aber mit dem Lebenshof sind die Rezepte sehr pragmatisch, aber nicht minder raffiniert und lecker geworden. Okay, ich wünsche euch einen ganz tollen Tag und herzliche Grüße aus dem Auenland. Bis dann, ciao, ciao. Und eine Ergänzung noch, wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut ihr uns einen großen Gefallen, wenn ihr ihn abonniert. Wir freuen uns sehr, es ist ein bisschen wie Applaus und ein Dankeschön für die Arbeit, die wir hier in den Kanal stecken und es kostet euch nichts. Herzlichen Dank, bis dann. Jetzt aber, ciao, ciao.